Hallo und herzlich willkommen wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Armada Overload. Eine ziemlich geile Figur, die hier quasi sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat und auch einfach für mich persönlich ein absolutes Muss in jeder Sammlung ist. Ja, bevor wir aber zu dieser Figur kommen, möchte ich euch, um euch einige Dinge zu zeigen, erstmal die Verpackung näher bringen. Denn ich möchte das Review nicht künstlich aufpumpen und werde deswegen euch einige Dinge anhand der Packung zeigen. Wir haben einmal hier die Möglichkeit, den Overload hinten an Optimus Prime zu befestigen, was sehr schön ist und bietet hier quasi eine Abschussrampe für Jetfire. Eine sehr coole Sache. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Overload als Waffenpaket quasi Optimus Prime über die Schulter zu stecken und ihm deutlich mehr Schusskraft damit zu ermöglichen. Und natürlich den Robotermodus in Overload sowie den Fahrzeugmodus mit natürlich dem Minicon Rollout. Ziemlich cool, vor allem diese Anspielung Rollout, wir kennen es ja als Spruch von Optimus Prime Rollout oder Let's Roll. Halt, ne, wenn die Autobots quasi aus der Basis dann in Richtung Mission aufbrechen. Finde ich schon ziemlich cool. Dann haben wir noch hier die Möglichkeit, bei Overload ein kleines Feature zu aktivieren. Wir haben einmal hier oben mehrere Raketenpacks, die in den Schultern versteckt sind. Oder wenn wir den Minicon nach innen drücken, halt verschiedene Sounds zu ermöglichen. Eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, ist es nur ein Sound, der Transformationssound. Aber der ist dafür richtig gut rübergebracht. Ja, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zur restlichen Packung. An der Seite haben wir hier die Geschichte der Autobots und Decepticons. Vorne haben wir ganz groß die Packung, hier unten mit dem mit dem Artwork. Hier unten dann noch mit dem Hinweis auf das Comic noch mit dabei. Große Blisterbox, finde ich ziemlich gut. Und hier an der Seite nochmal ganz groß das Artwork, was mir sehr gefällt. Er sieht stämmig aus und es passt einfach. Und hier unten nochmal der Hinweis natürlich auf das Comic. Ja, dann ist ja natürlich auch noch ein Sticker mit dabei. Ist auch noch sehr schön eigentlich. Das ist quasi nochmal das Artwork als Sticker. Ja, und unten quasi dann nochmal wie so ein kleiner Produktkatalog hier mit Skywarp, Jetfire und Optimus Prime. Skywarp habe ich schon gezeigt und Jetfire und Optimus Prime kommt demnächst auch noch. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur an sich. Die Figur, wie gesagt, ist ziemlich massiv, ziemlich cool. Sie rollt ziemlich gut. Also, da bin ich sehr begeistert. Also nicht so, obwohl es kleine Räder hat, dass er da Probleme hat. Wir haben hier einmal ganz groß den Anhänger, der wirklich echt massiv ist und wirklich echt was rüberbringt. Hier oben quasi die Rampe für Jetfire. Hier hinten liegt er quasi auf mit den Triebwerken. Hier oben haben wir den Soundprozessor drin. Hier unten haben wir den Minicon, den wir auch abnehmen können. Überall Waffensysteme, ein schöner Motorblock, wo sich die Batterien hinter verstecken. Ja, und das ist wie gesagt der Minicon, der auch ziemlich groß ist dafür, dass er ein Minicon ist. Und ja, der bietet natürlich auch deutlich viele Bewaffnungen. Hier vorne sehen wir die zwei Gatling Guns, die Raketenwerfer, die er drin hat. Ja, und hinten noch Düsentriebwerke. Und er lässt sich natürlich einmal zu einem kleinen Roboter verwandeln, sowie zu dem Oberkörper. Ja, es erinnert mich irgendwie sehr an Fortress Maximus so ein bisschen. Deswegen, wir können einmal hier unten die Beine nach unten klappen. Die Beine lassen sich auch noch zur Seite winkeln. Ach ja, und dieser Minicon lässt sich auch zu einer Waffe transformieren. Für Optimus Prime. Ich zeige euch das am besten gleich, bevor ich zum Robotermodus gehe. Ihr klappt dann einfach hier unten die Waffen quasi aus und ja, schon habt ihr quasi ihn als überschwere Waffe. Ja, wie gesagt, die Beine einmal ausklappen. Hier unten die Arme mit den Packs von dem roten Rückenteil trennen, nach vorne winkeln, runterdrehen, die Arme nach unten drehen. Er hat jetzt hier keine Hände, in dem Sinne, er hat nur Waffen. Ja, und dann den kleinen Kopf einfach nach oben winkeln. So. Auch hier sehr schön gemacht. Ein klassischer Generation 1 Kopf. Sehr schön.
Und ja, schon habt ihr quasi Rollout fertig transformiert. Und jetzt kommen wir einfach mal zu dem Anhänger. Der Anhänger hat, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Das Soundsystem könnt ihr euch ja ausklappen. Seid nur bitte vorsichtig, hier unten hängt das Kabel raus bei manchen Personen, wie ich gesehen habe. Wenn ihr zu sehr das belastet, kann es passieren, dass das Kabel bricht. Ja, ihr könnt natürlich hier auch noch diesen Pack nach vorne machen, der unter Optimus Prime befestigt wird, um den Anhänger hier anzuwinkeln. Ja, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das zeige ich euch als erstes, diesen schönen Anhänger zu einer riesen Waffenplattform umzubauen für Rollout. Ihr löst dadurch einmal erstmal hier die Beine nach außen. Natürlich aufpassen, dass die Raketen sich nicht lösen. Das passiert leider ab und zu mal. So. Dann einmal jetzt die Arme zur Seite erstmal winkeln. Die Beine lösen. Auch hier zur Seite drehen. So. Anschließend die Arme, wie gesagt, die Standfüße nach unten winkeln. Die Arme so drehen. Oben die Klappen öffnen. Die Waffensysteme herausklappen. So. Und schon habt ihr quasi die Waffenplattform fertig. Und dann könnt ihr hier natürlich auch Rollout quasi hier hinten hinstellen. So. Und ihn quasi damit eine riesen Waffenplattform ermöglichen. Ihr könnt natürlich, um diese Waffenplattform oder dieses Feature zu ermöglichen, natürlich noch einige Dinge machen. Ihr könnt hier diese Auspuffrohre rausgucken lassen, die Klappen öffnen und hier die Raketen natürlich noch sichtbar machen. Finde ich eigentlich ziemlich cool, die Idee. Und ja, es macht natürlich auch einiges her. Von hier ist es zur Transformation zum Roboter natürlich auch extrem einfach. Wir nehmen einfach hier wieder Rollout raus, klappen hier wieder die Klappen auf, drehen die Füße so heraus, Klappen schließen wir wieder, drehen hier die Arme einmal nach außen, dass das rote außen ist, drehen hier jetzt die Arme einfach herunter, können jetzt hier das erstmal schließen wieder, die Klappen drehen wir nach hinten, um die Arme sichtbar zu machen, und schon ist quasi der Körper schon fertig für Rollout. Und ja, dann geht es ganz einfach. Wir klappen hier wieder den kleinen Roboterkopf rein. Die Arme winkeln wir nach vorne, drehen die nach hinten, klappen das Rückenmodul hoch, klappen zusammen, schieben die Arme quasi in das Rückenmodul hinten herein. Die Beine drehen wir wieder nach innen. So. Jetzt öffnen wir hier vorne die Luke und drehen jetzt den kompletten großen Kopf nach oben. Mal zu und drücken ihn jetzt quasi hier vorne in das Chassis einfach rein. Und jetzt gibt es auch diesen netten Sound. Quasi den Transformationssound. Den können wir immer wieder wiederholen. Finde ich schon ziemlich nett. Und ja, die Figur, wie gesagt, ist ziemlich stämmig. Ist leider sehr eingeschränkt von Bewegung her. Das heißt, wir können theoretisch nur die Arme um 360 Grad drehen. Ja, die Arme seitlich ein bisschen drehen, nicht viel. Und ja, das war es im Groben und Ganzen schon. Den Kopf kann man nur ein bisschen wegen der Transformation nach unten bewegen. Nach oben bewegen geht nicht wirklich. Der Minicon hält relativ gut. Allerdings kann man ihn nicht richtig festmachen. Er schiebt sich ein bisschen hin und her. Die Beine lassen sich nur ein Stück nach oben bewegen. Wenn ihr jetzt richtig nach oben bewegen wollt, müsst ihr sie leicht zur Seite drehen. Sieht ziemlich blöd aus. Ja, und ansonsten, ihr könnt hier die Beine natürlich noch so ein bisschen bewegen und dadurch die Illusion schaffen, dass er quasi, ja, läuft. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also wie gesagt, sehr eingeschränkt ist die Figur von der Bewegung. Allerdings bin ich froh, dass ich sie habe, denn hier kann man natürlich ein riesen Monster bilden mit Optimus Prime und Jetfire zusammen und bietet natürlich Optimus Prime so eine riesen Feuerbasis. Und ja, einzige Manko an dieser Figur, wie gesagt, ist die Bewegung. Und wen es vielleicht ein bisschen stört, weil er hohle Stellen nicht mag, hier oben im Kopf ist es komplett hohl.
Das finde ich vielleicht nicht ganz so schön. Das hätte man vielleicht so machen können, dass hier eine Federung drin ist und dass es quasi nach oben geht, wenn der Kopf rausgenommen wird. Ja, ansonsten habt ihr wie in dem Waffenmodus dann die Möglichkeit, die Frontpaneele hochzuziehen und die Raketen freizusetzen, denn diese Figur hat selbst keine Waffen ansonsten mit dabei, die ihr ihm in die Hand geben könnt. Der Kopf, finde ich, ist sehr schön gestaltet. Auch im klassischen Generation 1 Look. Sehr schön gemacht. Leider nicht zur Seite drehbar, was ich auch sehr schade finde. Das hätte man vielleicht noch verbessern können. Hier oben sehen wir quasi noch den Kopf von dem kleinen Roboter drin. Trotzdem sehr passend und harmonisch ineinander geformt. Ja, die Beleuchtung bei mir ist jetzt nicht sonderlich gut. So, jetzt sehen wir es vielleicht ein bisschen besser. Er hat grüne Augen, ein blaues Gesicht, einen grauen Kopf mit gelben Applikationen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Details finde ich sehr schön gemacht an der Figur. Wir sehen hier überall kleine, nette Details. Sehr gut ausgearbeitet. Selbst hinten ist die Figur sehr schön von Details. Also es macht schon echt was her. Er hat natürlich auch hier vom Waffenmodus sieht man es noch, auch noch kleine Waffen. Die sind leider nicht drehbar, sind fest statisch montiert. Was ich schade finde, es wäre cool gewesen, hätte man die rausziehen können und nach vorne drehen können. Das ist leider hier nicht der Fall. Ja, ansonsten, das war es eigentlich auch schon zu dem Review von Overload. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, einen kleinen Einblick in diese Figur zu bekommen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal natürlich wieder. Und ich würde mich freuen. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Rexfor.